Alter, oh, was geht ab, Leute? Hier auf dem Roller. Bisschen durch die Stadt, paar Pandir-Quests suchen. Ich hatte da immer noch keinen Erfolg. Und Stroh-Pikachu, Mugiwaga-Pikachu ist am Start. Ich habe ein paar Schatten gesehen, aber selber habe ich noch keinen gefangen. Und den gibt es auch Shiny. Ich hoffe es. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Könnte natürlich auch immer Fake sein. Aufgepasst, aber ich denke, es gibt den auch in Shiny. Werden wir jagen? 100er könnte man jagen. Schauen wir mal, ob wir da einen bekommen. Ansonsten weiß ich nicht so genau, was heute so abgeht. Heute Morgen, sprich für euch gestern, noch das C-Day Video hochgeladen. Könnt ihr gerne abchecken und da runterschreiben, kommentieren, wie eure Ausbeute so war vom C-Day. Ja, heute ist ziemlich heiß. Ich gönne mir den Roller, ein paar Pandir-Quests und wir sehen uns später wieder, wenn ich die einlöse. Ihr seht nicht so viel. Ich bin in den Rathausturm drauf. Oh, da, die Frauenkirche in München. Für angeblich den besten Ausblick. Oh, und das ist der Olympiaturm. In München. Und hier ist auch irgendwo eine Pandir-Quest. Die holen wir uns gleich noch. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber an sich wurde mir empfohlen, hier drauf ist ganz gut. Aber irgendwie da drüben sieht es viel cooler aus. Der Ausblick ist besser, weil hier ist so viel vergittert und zugebaut. Man sieht kaum was. Und die sind, glaube ich, sogar noch ein Stückchen höher. Wir haben hier Fehlinformationen bekommen. Ja, schon mal interessant, die ganzen Gebäude zu sehen. Die ganzen Extra-Tarien, da vorne der Sendlinger Tor, Matthäuskirche. Ich kenne das nur von Pokémon. O2-Tor war da hinten, Extra-Arena. Oh, was ist da vorne? Münchner Glockenspiel am Rathaus. Ich mache hier so oft die Raid-Stunde und die Arena. Mir fällt das nie auf, aber Alter, wie viele Leute das anschauen. Stroh-Pikachu, leider nicht shiny. Gar nicht so häufig. Aber ich denke, die nächsten paar Tage oder jetzt am Abend wird das nochmal hochgeschraubt. Und wenn es den Shiny gibt, auf dem Weg zur letzten Pandir-Quest heute. Es gibt mehrere, aber die sind jetzt nicht so in der unmittelbaren Umgebung. Die versuche ich dann alle auf einmal zu lösen und dann schauen wir mal. Wir haben hier spontan einen 10er, weil ich hatte nur einen 10er. Normal brüte ich nur noch 7er, aber wenn man nicht aufpasst und der irgendwie automatisch dreht, bevor man ein Geschenk öffnen kann, wünsche mir einen Kamerad. Ich habe noch 0. Ist ein Traster. Ich brauche 0 davon. Schade. Aber Geschenk öffnen jetzt, bevor man weitergeht. Grüße gehen raus an Carnifex. Ich hatte ihn davor schon mal als Freund, aber er hat dann aufgehört, wie jeder weiß. Letztens neulich auf Twitter hat er geschrieben, er ist wieder ein bisschen aktiver. Man kann ihn adden. Dementsprechend sind wir wieder Freunde. Statistik. Mal schnell hier ein Scheinungsraid. Vielleicht kriegen wir ja noch einen 100er. Ein Shiny haben wir uns ja schon gegönnt. Geht super easy. So. Ich brauche immer noch 5 Würfe. Ich habe die noch gar nicht versucht. 500? Shiny? Leider nein, Leute. Da geht's jetzt drauf. Schnell einsteigen bevor. Oh. Ja. Danke, machen wir. Danke. Das Riesenrad hier. Hi Sky. Ich weiß nicht, auf einmal war es da. Ich war auch hier noch nie drin. Das checken wir mal ab. Also heute ist irgendwie der Tag der hohen Besuche, hohen Aussichten. Oh, hier ist schön klimatisiert. Das checken wir ab. Das soll eine halbe Stunde hier dauern. Im Werksviertel, da hätte ich fast angefangen zu arbeiten hier mal. Grüße gehen raus an. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Irgendwas mit Oliver Kahn. Aber ich bin froh, dass ich das nicht ergeben habe, weil ich bin da, wo ich bin, ziemlich glücklich.
aber ich zeige euch oben die Aussicht und wenn ich schaffe bis dahin, haben wir Crest. Einer fehlt noch. Shiny, ganz oben fangen, das hätte was. Das ist die Aussicht, Leute, echt Hammer. Abgesehen von Baustelle und so, aber in ein paar Jahren, wenn alles fertig gebaut ist, auch sehr beliebt. Ich habe ein Macholo entdeckt, das letzte Pokémon. Ich muss euch mal kurz irgendwie weglegen und dann, inshallah, fangen wir den. Der ist leider eine Shiny geworden. Ich habe heute schon einen Shiny Evoli gefangen, random. Deswegen könnte mein Shiny Glück aufgebraucht sein. Konzentration! Greif an, Macholo! Fangtrick! Es hat funktioniert! Und Critical Catch! Wenn das kein Zeichen ist. Wir sind aber noch nicht ganz oben. Aber egal, das reicht. Nummer 1. Nummer 2. Letzter Versuch. Komm, direkt. Nein. Wir sehen uns morgen wieder mit neuen Pandir. Okay, Leute. Team Rocket ist da. Gestern Abend nach Hause gekommen. Ich dachte, okay, das wird ein ruhiges Video, ein paar Pandia jagen, Paschtrot, Pikachu. Aber ich saß da so am Abend, mache meine PvP-Kämpfe, mache meine Geschenke auf, schicke noch die letzten Geschenke raus. Boom! Nachrichten kommen. Team Rocket ist da, irgendwelche komischen Stops. Ich schaue natürlich direkt hier herum. Leider kein. Ich blende das mal hier ein. Es sollen so etwas dunklere Stops sein. Ein bisschen dunkler aus, die haben ein bisschen gewackelt. Wenn man in die Nähe kommt, kommt irgendwie so Team Rocket-Musik. Und dann kurz danach wurde auch schon wieder berichtet, ja, Fehler. Panic hat das wieder rausgetan. Aber jetzt sind sie anscheinend konstant im Spiel. Du gehst einfach dahin. Und dann kommt die Rocket. Musst gegen die kämpfen, PvP. Und ausgehend davon, wie gut du gekämpft hast, kriegst du Raid-Bälle, also Primärbälle. Dann kannst du das Pokémon fangen. Das Krypto-Pokémon, das Shadow-Pokémon. Ja, dann hast du es im Beutel. Kannst es entwickeln, kannst damit machen, was du willst. Und auch reinigen. Okay, noch ein paar Informationen. Also, wenn man die reinigt, dafür gibt es eine Medaille. Und wie höher die Medaille, desto mehr Bälle gibt es dann. Es gibt zwei neue Medaillen, das Bereinigen und die Team Rocket Begegnungen. Und wenn du beide hoch hast, dann gibt es mehr Bälle. Und beim Bereinigen, da müsst ihr auch passen. Also erstens, das Shadow Pokémon kostet mehr. Zum Beispiel die zweite Ladeattacke kostet mehr. Aber was ich auch interessant und merkwürdig finde, und eigentlich auch schlecht, das Bereinigen kostet mehr, wenn man es entwickelt. Also ein Shiggy kostet irgendwie 2000, aber ein Chillock bereits 5000 Sternstaub. Das heißt natürlich, man will alles bereinigen und dann erst entwickeln. Was sind die Vorteile, wenn man es bereinigt? Es kostet weniger Sternstaub und weniger Bonbons zum Pushen. Ich habe jetzt ein paar verschiedene Berichte gehört. Also 10% weniger Bonbons und ein paar Berichte 10% oder 20% weniger Sternstaub. Das müssen wir uns noch genauer anschauen. Zusätzlich, wenn es jetzt Lucky wird, dann kostet es nochmal weniger. Also Lucky Bonus plus gereinigt Bonus, dann kostet es und wenn es gereinigt ist, kostet die zweite Ladeattacke auch weniger und es kann diese eine spezielle Ladeattacke, die dann jedes gereinigte kann, aber ob das so gut ist, das müssen die PvPler herausfinden. Noch ein kleiner Hinweis, der mir aufgefallen ist, die Pokémon, die ihr bereinigt, die werden auf Level 25 hochgepusht und deren IV steigen einfach um 2. Das ist schon interessant. Ja, was heißt das genau für uns? Ich meine, ja, wir können die Rocket jetzt machen, die Medaille jagen. Wie gesagt, es gibt noch nicht alle Pokémon, also die Liste, die ich euch gezeigt habe, davon sind noch nicht alle veröffentlicht. Und die Frage ist halt, was noch alles dazu kommt. Weil, wenn natürlich alles kommt, dann will man natürlich wieder den ganzen Dex haben. Und dann stellt sich auch die Frage, will man den Dex zum Beispiel alles Shadow haben und dann alles gereinigt? Wahrscheinlich. Also schon eine Menge Sachen. Also auf jeden Fall interessante Sachen, die man jetzt machen kann, auch für Sammler zum Beispiel. Immer ein neuer Sammleraspekt ist natürlich immer gut. Wie zum Beispiel damals, als die Luckys kamen. Lucky-Sammlung und jetzt ist halt die Shadow-Sammlung und die gereinigte Sammlung, Purified. Zusätzlich Shadow, Lucky, Purified, Lucky und das alles in Shiny. Ja, ich bin gespannt. Das heißt für mich natürlich jetzt heute, rausgehen und Krypto-Pokémon. Der Name gefällt mir nicht. Ich bleibe bei Shadow-Pokémon. Auf jeden Fall eure Meinung unten in den Kommentaren. Habt ihr euch schon einen gegönnt? Seid ihr schon Team Rocket begegnet? Wie gesagt, ich gehe jetzt raus und jage Team Rocket, Leute. Das ganz, ganz große Gemunkel ist natürlich Crypto Shadow Lugia, das gibt's ja auch anscheinend. Das wäre natürlich heftig, aber das werden wir noch sehen.
Euch noch viel Spaß im Kampf gegen Team Rocket. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.